Jahr vor Ausbruch dieses Krieges etwa ward dem Stuttgarter NS-Kurier die Ehre zuteil. Wieder einmal in den Spalten einer wegen ihrer politischen Einstellung zum Reich berüchtigten Zeitung in Basel zitiert zu werden. Es handelte sich damals um den aus amerikanischen Nachtclubs nach Europa exportierten, wohl der Mentalität von Negern und Hitten entsprechenden, nicht aber dem deutschen menschengemäßen Swingtanz. Wir sprachen der Würde unserer Kultur das Wort und lehnten diese Art des Tanzens, die nicht aus harmonischer Bewegung zur Musik, sondern aus wilden Verrenkungen besteht, ab. Die politische und kulturelle Führung riefen ebenfalls zur Vernunft. Und das Gaststättengewerbe, damals auch in Württemberg, verbat sich in seinen Lokalen die Nachahmung solcher Kulturgüter aus den USA. Wenn auch heute aus selbstverständlichen Gründen des Anstandes gegenüber dem Frontsoldaten nicht mehr getanzt wird, so gilt das über den Tanz Gesagte doch auch für die Musik. Es ist keineswegs philisterhaft, wenn man in Dingen moderner Musik jene Grenzen kennt, die nicht nur Vernunft, sondern auch natürliches Stilempfinden und das Bewusstsein eigenen Wesens gezogen haben. Wir denken gar nicht daran, die moderne Tanz- und Unterhaltungsmusik abzulehnen. Ganz im Gegenteil. Ein Tango oder ein Foxtrott können eine wunderschöne Angelegenheit sein und man ist in eigenartig gelöster Weise unterhalten. Nur der Ton macht die Musik. Wie und was gespielt wird, interessiert im Zusammenhang dieser Betrachtung. Grundsätzlich hat sich die Frage, moderne Tanzmusik oder nicht, ja schon längst in der Praxis entschieden. Aber es ist ein Gräuel, wie von manchen Kapellen, zum Teil gerade auch von kriegsbedingt importierten, gespielt wird. Die Tatsache, dass die Obrigkeit, die heute andere Sorgen als die Tanzmusik hat, sich mit dem Thema Jazz befassen musste, beweist die seltsame Kunstauffassung mancher Chefs von Attraktions- oder weniger repräsentativen Orchestern. Während wir Deutsche als musikalisches Volk, das deshalb in seiner Unterhaltungsmusik Verpflichtungen hat, auch bei Tanzorchestern die Musik hören wollen, haben Yankees und Engländer die Musik dem übertechnisierten, hämmernden Rhythmus untergeordnet, die Noten brutal vergewaltigt. Und wer Gelegenheit des Vergleichens hatte, wird wissen, was besser ist, Jazz von drüben oder melodiöse Tanzmusik. Die auch bei uns bekannten englischen Orchester sind nicht etwa durch ihren Schlagzeuger, sondern durch ihre musikalische Leistung zur Spitzenklasse emporgestiegen. Now back to King Krupp and syncopated style. Jazz aber, das heißt Rhythmus unter Auflösung musikalischer Harmonie, ist Entartung, die dort bleiben mag, wo sie herkommt. Nicht alles und nur das Wenigste, was aus der großen Welt, gerade auch in Dingen der Kunst und Kultur, zu uns kommt, verdient, übernommen zu werden. Kapellen, bei denen ganze Takte hindurch als einzige Lautquelle allein das Schlagzeug hämmert und die ihre Posaunen grelle Zwischenschreie ausstoßen lassen, bei denen sich die Instrumente nicht zur musikalischen Gesamtleistung vereinen, sondern im musikalischen Nihilismus jatzend auseinanderstreben, sind heute mehr noch als im Frieden bei uns verpönt. Shakespeare, jawohl. Aber Jazz, aus der Wiege gehoben, beleidigt uns. Vor allem, weil wir weit Besseres und Vernünftigeres zu bieten haben als Urwaldrhythmen, die nur in Negertalen stilecht wirken können. We'll be right back.